los. Ich habe heute die Weihnachtsshow, das erste Mal die Weihnachtsshow der Hans-Böckler-Schule besucht und ich bin schlichthin begeistert. Das war eine grandiose Show in Kooperation mit der Musikschule und wir haben Schüler gesehen, Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die auf verschiedenste Art und Weise Musik gemacht haben und auch dementsprechend an die Musik rangeführt wurden. Das war ganz toll, das zu sehen, wie begeistert die Kinder hier ihre Darbietung gemacht haben. Liebe Bewohner jetzt der Böckler-Siedlung, ein tolles Event, das wir hier zum zweiten Mal erleben dürfen, die Weihnachtsshow. Aus dem Boden gestammt vor einem Jahr in der Zusammenarbeit der Hans-Böckler-Schule mit der Musikschule. Eine ganz tolle Geschichte, jetzt zum zweiten Mal. Sie entwickelt sich und es macht eine Riesenfreude und es ist begeisternd im Grunde festzustellen, wie dann über 300 Akteure, hätte ich fast gesagt, die hier herumwuseln und so konzentriert im Grunde diese Veranstaltung hier zu einem wirklichen Fest machen. Also ich darf nur als Stadtteilvorsteher sagen, es ist tatsächlich ein Fest für diesen Stadtteil und es ist tatsächlich das Weihnachtsfest, ein Weihnachtsfest für die Böcklerschule. Vielen Dank. Thank you.
Hallo, ich bin Anastasia, ich bin ein Jahr bei Keyboard und ich mache das mit Michael, meine ganze Gruppe. Wir sind zu viert hier schon seit einem Jahr und bei mir macht das Spaß, Keyboard zu spielen, weil ich habe Verwandte auch, die da spielen und ich kann das auch schon ziemlich gut. Hallo, ich heiße Jerome, bin schon 2 Jahre bei Charon und Udo ist unser Lehrer und bei ihm macht das auch sehr viel Spaß. Ich heiße Paula und ich spiele gerne Gitarre, weil ich eine Gitarre zu Hause habe. Und ich bin bei Marco in der Gruppe und es macht mir viel Spaß. Hallo, ich bin Marco und ich unterrichte hier an der Böckler-Schule, das zweite Jahr jetzt Gitarre in den Klassen. Und es macht immer unheimlich viel Spaß, weil ich immer merke, wie viel Lust und wie viel Bock die Kinder haben, Gitarre zu lernen. Merken dann im Laufe der Zeit allerdings, dass das doch nicht so einfach ist, wie sie sich das vorstellen. Und dann knacken wir irgendwann den Code und dann läuft das Ganze super gut. Und es macht letztendlich immer viel Spaß und wir lachen immer viel. Also es ist eine gute Gruppe. Läuft immer super. Ich bin Michael und mache hier den Keyboard-Unterricht. Und für mich war das sehr spannend, weil es das erste Mal war, dass ich eine Gruppe unterrichte. Und es war auch spannend, eben zu erleben, wie eine Gruppe sich entwickelt und funktioniert und schließlich auch wirklich funktionieren kann am Ende, obwohl es eine Ansammlung von Individuen ist. Und ich bin mit dem Lernerfolg sehr zufrieden und bin ganz angetan von dem Projekt und von dem, wie es sich einfach entwickelt und darstellt. Hi, ich bin Katharina Matzkis und wir sind hier im Musikraum der Hans-Böckler-Schule. Und seit 4 Jahren
machen wir einfach eine tolle Sache. Genau, mein Name ist Udo Grössel. Ich bin im Leitungsteam der Musikschule Neumünster. Wir sind der Kooperationspartner der Hans-Böckler-Schule. Und ich bin selber hier auch Cajon-Lehrer und wir machen jetzt seit 4 Jahren unterschiedliche Programme. Angefangen hat das mit 2 Perkussionsgruppen, eine Cajon-Gruppe und eine Percussion-Gruppe. Dann haben wir im nächsten Jahr noch Gitarre dazugenommen. Mittlerweile sind wir bei 3 Instrumenten, Keyboard, Percussion und Gitarre. Und es ist großartig zu sehen, wie sich in den letzten 4 Jahren die Schüler entwickelt haben und auch die Schülerzahl stetig anstieg. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, 35 Kinder, die angefangen hatten. Und das ist ein ganz tolles Projekt. Finanziert wird dieses Projekt über Kultur macht stark, über das Programm Zusammenwachsen mit Musik, was ganz großartig ist, dass wir das über diesen Fördertopf finanzieren können. Ja. Ansonsten wäre es nur sehr schwer möglich, solche Projekte an den Schulen durchzuführen. Genau, die Kinder kommen extra früher zur Schule, um an dem Projekt teilzunehmen. Das heißt, sie haben sozusagen eine zusätzliche Stunde, in der sie musizieren können. Und wir sind echt ziemlich froh mal drüber, wenn die da sind und dass sie zahlreich da sind und wenn am Ende nachher so ein Projekt einfach entsteht und wir gemeinsam musizieren können. Ein tolles Projekt und wir hoffen, dass wir das noch möglichst lange so weiterführen können. Genau. Thank you.